Stell dich einfach in den Weg, verdammt. Sicher einen... Ich sollte nicht hierher... Na, also das muss doch unbedingt ein paar Mal fotografiert werden. Hätten Sie mal eine Minute, ja? Können Sie mich verstehen? Das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber egal. Viel Glück noch beim Fotografieren. Das bringt mich jetzt auch sehr weit. Diese Fotografiermanie werde ich nie verstehen. Und wer benutzt denn heutzutage überhaupt noch Polaroids? Ja, ich möchte mich doch einfach nur, dass er ein Foto von mir macht. Das ist doch nicht so. Diese Fotografie. Ich sollte nicht hier herumhängen. Darüber wäre der Fotograf sicher nicht sehr erfreut. Das hier muss sein. Geh weg. Ich stelle mich jetzt hier hin und ich hoffe, dass der Fotograf, jetzt nachdem er nochmal fotografiert. Ihr könnt euch mit durchlaufen. Hier. Zu spät. Er betrügt sie mal ebenso. So. Ja, stell dich da rein. Jetzt stellt er sich hier hin. Kannst du denn nicht an etwas anderes denken? Wie soll ich denn an etwas anderes denken, wenn du mich die ganze Zeit anlügst? Na, also das hätte ich... Das ist der Fotograf... Das ist der Mülleimer. Den kann ich auch nicht mehr machen. Dann sprechen wir eben später darüber. Ich will jetzt keinen Streit. Einmal versuche ich noch. Welche Frau? Die, die ich in deinem Auto gesehen habe. Hey, es funktioniert. Es tut mir leid, ich wollte wirklich nicht... Dämliche Touristen. Er kann doch wohl die unsere Sprache recht sprechen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber es hat funktioniert. Jetzt habe ich ein Foto. Jetzt kann ich mal wieder Mülleimer durchsuchen. Komm jetzt schneller. Mein Foto sollte man nicht einfach so in den Mülleimer werfen. Willst du das hier in aller Öffentlichkeit besprechen? Wann denn sonst? Es war doch deine Idee, zur Ausstellung zu gehen. Ich wollte ja zu Hause bleiben. Ja, jetzt habe ich ein Foto von mir. Ein Foto von mir. Oh, ist nicht schön. Ich bin so schön. Ne, ich bin das hier nicht wirklich, aber. So, jetzt reicht's hier auch mit den Fotos. Ab zur Treppe und jetzt müssen wir zu Svetlana. Ach, Svetlana, unsere Barkeeperin. Es ist ein Hin und Her hier. Der Tag ist auch gleich wieder zu Ende. Karovdam. Hier müsste es jetzt eigentlich auch. Ja, hier wird's auch dunkel. Ab zur Kneipe. Komm, was ist denn? Immer wieder die gleiche Musik, wenn ich hier bin. So. Ich bin wegen des Comics zurückgekommen. Dann ist es also eine geschäftliche Angelegenheit. Schade eigentlich. Ich fand dich ziemlich nett. Hier ist das Foto. Und Geld? Wenn du kein Bargeld hast, ich habe einen Kartenleser hier. Ich kann es von deiner Karte abbuchen. Ich habe zwar eine Karte, aber ich würde ungern hinterher feststellen, dass mehr Geld fehlt als vereinbart. Verdammt nochmal, Max. Dieses Geschäft hat was mit Vertrauen zu tun. Entweder du traust mir oder du verpisst dich. Du machst mich echt sauer. Tut mir leid, Svetlana. Ich wollte dich nicht beleidigen. Hier ist meine Kreditkarte. Gut. Irgendwelche Wünsche für den Namen des Comichelden? Du bist doch Franzose, oder? Wie wär's mit Henri Latour? Ist doch ein hübscher Name, oder? So einen Comic könnte ich bestimmt finden. Latour? Wäre schon in Ordnung. In Ordnung. Warte gerade mal einen Augenblick. Mit der richtigen Ausrüstung ist das in ein paar Minuten erledigt. Ja, ich mach mir auch mal einen neuen Pass. Hier, bitte. Und da hast du auch die Karte zurück. Ich habe mich leider verklickt und dir 600 abgebucht. Du bist doch nicht böse, oder? Der Polizei wirst du es ja wohl kaum erzählen. Aber immerhin hast du jetzt auch noch das passende Einreisevisum dazu. Ohne das würde dir der Pass nicht sehr viel nützen. Das kostet mich also 600? Warum überrascht mich das eigentlich nicht? Dann hoffe ich mal, wir sehen uns so schnell nicht wieder. Oh, wir haben uns noch nie gesehen, Max. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Na, jetzt haben wir einen Pass. Mal eben so für 600. Günstig, günstig, ne? Ne, keine Ahnung. Was man so bezahlt für einen Pass. Wow, die fliegen. Jede düstere Geschichte hat ihren Anfang,
ihre Zeit und ihren Ort. Aber auch ihr Ende, Max. Es ist an der Zeit, die letzte Seite aufzuschlagen. Wir nähern uns dem Ende. 22 Uhr Donnerstag, Petersburg, Russland. Mittlerweile haben wir es 15 Uhr Samstag. Und wir sind im Kloster des ewigen Schläfers. Das befindet sich in Finnland. Ein malerisches Kloster. Mitten eines Waldes. Und böse, toddurstige Mönche. Naja. So. Sieht doch schon mal gut aus. Finden wir uns. Kann man hier irgendwo hingehen? Guten Morgen, ich... Monsieur Durand, willkommen in unserem Kloster. Ich bin hier der Klosterverwalter. Der Abt hat mich gebeten, Sie darüber zu informieren, dass er und Ihr Bruder sich darauf freuen, Sie hier zu begrüßen. André? Wo ist er? Geht es ihm gut? Aber natürlich. Was sollte ihm denn fehlen? Der Abt kümmert sich höchst persönlich um ihn. Er ist hier ein besonderer Gast. Genau wie Sie, Monsieur Durand. Sie finden ihn im Kloster selbst. Gehen Sie die Treppe hoch. Der Abt wird Sie persönlich willkommen heißen. Fantastisch, vielen Dank. Ab zum Abt. Nee, den Schrein wollen wir uns jetzt nicht angucken. Wir wollen jetzt gucken, was man hier noch machen kann. Klosterverwalter. Dann Schrein, dann klicke ich den Schrein an. Was soll ich tun? Ich bin jetzt wirklich nicht der Typ fürs Beten. Das hier ist ein Ort von religiöser Bedeutung. Wem oder was er genau geweiht ist, wer weiß. Er hängt über der Schlucht wie eine merkwürdig verzerrte Klaue. Der schöne Baum. So, wir wollten jetzt aber zu unserem... Ach so tollen... Wo haben wir denn? Abt. Zur Barack... Was? Architektonische Überreste. Zum Kloster, zum Wald. Okay, zum Auto. Nein, wir wollen jetzt zum Kloster. Wir sind so religiös. Ha! Sie sind Maxime Durand, wenn ich mich nicht irre. Willkommen hier bei uns, Max. Ich darf Sie doch so nennen, ja? Ihr Bruder ist bereits hier. Sie werden ihn bald zu sehen bekommen. Vielen Dank für diesen freundlichen Empfang. Vielleicht sollte ich zunächst einmal erklären, weshalb ich überhaupt hier bin. Das hat Ihr Bruder bereits getan. Dann wissen Sie alles? André hat es Ihnen gesagt? Warum überrascht Sie das so? Wir haben hier großen Respekt vor dem geschriebenen Wort, Max. Und wenn der Aufenthalt hier Ihnen beiden hilft, Ihr Buch zu schreiben, dann sind Sie uns selbstverständlich willkommen. Wir lieben zwar die Einsamkeit, doch wie könnten wir uns Ihrem Projekt in den Weg stellen? Es ist doch sehr löblich, das Alltagsleben der alten und fast vergessenen Klöster Skandinaviens auf Papier festzuhalten, bevor auch Sie nur noch Geschichte sind. Vergessene skandinavische Klöster. Ja, sicher. Mein Bruder und ich sind Ihnen sehr dankbar, dass wir in Ihrem Kloster recherchieren dürfen. Nicht der Rede wert. Ihre Unterkunft ist bereits für Sie hergerichtet. Sie befindet sich in dem Bogengang, direkt über dem Innenhof. Andres Zimmer befindet sich in einem anderen Trakt des Klosters. Wir haben hier nicht sehr häufig Gäste. Wenn Sie sich nach Ihrer Reise jetzt ein wenig frisch gemacht haben, würde ich Sie gerne zum Abendessen in unseren Speisesaal bitten. Ich komme gern. Oh. Das Komische ist nur, dass er über skandinavische Klöster erzählt und wir uns in Finnland befinden. So, wir gehen zum Bogengang und machen uns ein wenig frisch. Der Wasserspeier ist wohl vor langer Zeit. Gehen wir zum Gästezimmer, ja, in Ordnung. Sehr schönes Kloster, muss ich schon sagen. So, nach der langen Fahrt wäre es eine gute Idee, sich ein wenig zu waschen. Und auf das Abendessen freue ich mich auch. Die Suche nach den Bildern kann warten. Später achtet man vielleicht auch nicht mehr so genau auf mich. So, Bett. Wasserkanne.
Ich habe eine Wasserkanne bekommen. Dann gehen wir damit zum Waschbecken, oder? Sich ohne Wasser zu waschen, kann ganz schön kompliziert sein. Dann nehmen wir die Wenn ich mich waschen will, sollte ich zuerst mal den Krug mit Wasser füllen. Und wir sollten, glaube ich, auch Streichhölzer, Tintenfass, Bett, Waschbecken, Herd. Wir brauchen erstmal Wasser. Ich sollte zuerst das Wasser holen. Gut, holen wir zuerst das Wasser. Wenn Madame das so will. So. Zum Garten, zum Hof. Vielleicht gibt es im Garten Wasser. Wäre logisch. Wenn man Blumen gießt und sowas. Laden. Oh, noch so ein Novize. Springbrunnen. Ja, schön aus dem Springbrunnen. Ja, so sieht's aus. Merkwürdig. Sind wir uns schon einmal begegnet? Er spricht nicht. Sicherlich nicht, Monsieur Durand. Das kann er Ihnen aber leider nicht selbst sagen, weil der arme Mann von Geburt an keine Zunge hat. Na und, wenn man keine Zunge hat, kann man trotzdem Stöhngeräusche von sich geben, wie oder Und ich finde, das kann man... Jetzt muss ich es nur noch heiß machen. Ja, das ist mir schon klar gewesen, aber... Na gut, das tötet wenigstens die Bakterien, wenn du das kochst. Ab ins Gästezimmer. Und die schöne Kanne auf den Herd stellen. Hallo, was ist denn das jetzt? Was soll ich mit der Ofenplatte machen? Du sollst darauf... So. Ja, gut gemacht. Jetzt schließen wir das und eignen uns die Streichhölzer an. Sowie unser Tintenfass, wenn man das benutzen kann. Das brauche ich wohl kaum. Kann man wohl gebrauchen. Jetzt reg dich nicht auf. Ein Buch, die Bibel. Ein Spiegel. Ich bin unrasiert und habe dunkle Ringe unter den Augen. Die letzten paar Tage haben mir wirklich nicht gut getan. Naja, so viel kann man da aber eh nicht vermiesen. So, natürlich geht das nicht. Herd angucken. Guck dir den Herd an. Nehmen wir uns Kleinholz hier. Machen die Tür auf. Nimm uns unser Holz da rein, genau. Sehr schön. Dann nehmen wir unsere Streichhölzer und zünden das an. Und rein damit. So schnell brennt das, ja klar. So, die Ofenöffnung machen wir jetzt wieder zu, oder die Tür? Ich hab das Feuer erstickt. Nein. Naja, so brennt es wohl nicht. Es braucht einen Luftzug von unten. Aschenkasten. So, jetzt müsste es gehen. Feuer. Rein und jetzt zumachen. Tür zu. So. Nun legt er sich hin. Rast. Er wartet. Das Wasser müsste jetzt warm sein. So. Ich glaube, hier mache ich jetzt auch aus. Ich spiele demnächst wieder weiter. Und ich hoffe, ich kann auch bald wieder Star Wars aufnehmen. Ich sage jetzt zumindest Tschüss und bis zum nächsten Mal.